Guck mal, wir müssen auch lernen, dass wir die Leute nicht ernst nehmen brauchen. Ganz ehrlich, jemand, der in einer Eisdealer, Alkohol verkauft und hahaha und hihi, so einer, wenn so einer mir sagt, ey, pass auf oder mach so oder mach nicht, nehme ich gar nicht ernst. Wenn der dir sagt, pass auf und was machst du da und so, brauchst du gar nicht ernst zu nehmen. Wenn es einer ist, der praktiziert, betet, vernünftig ist, Wissen hat, okay, den nehme ich ernst. Aber jemand, der nicht mal betet, jemand, der Alkohol verkauft, nehme ich nicht ernst, wenn es um religiöse Angelegenheiten geht und er mir irgendwas beibringen will, weißt du? Und vor allen Dingen auch, wenn die praktizieren, dann auch falsch. Dass ja. Die Gebete alle zusammen beten am Abend. Ja. Zum Beispiel. Richtig. Ich bete alles zu Hause, das passt schon. So oder Asr oder Maghreb. Ja, weil er ist ja am Arbeiten, er kann nicht beten. Er ist ja am Arbeiten. Man hat ja auch keine Pausen angeblich. Subhanallah. Du musst ihm sagen, dieses Gebet, was du machst, ist ungültig. Das ist ungültig. Wenn du abends nach Hause gehst, Dhuhr mit Asr und mit Maghrib zusammenbetest, diese Gebete sind nicht gültig bei Allah. Weil sie nicht in der Zeit liegen. Also richtig. Verpflichtend, die Gebete in der Zeit zu beten. Ja. Genau, richtig. Allah sagt es im Koran, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist den Gläubigen zur festen Zeit geschrieben. Genau. Das ist eine Voraussetzung für ein gültiges Gebet, dass das Gebet in der festen Zeit gebetet wird. Wenn du aber hingehst und das Gebet erst abends betest, Dhuhr mit Asr mit Maghrib, was ist das für eine, was ist das für ein Gebet? Außerhalb der Zeit und hier und da. Man lässt Allah. Man lässt guck mal, die Leute, die basteln sich ihren Islam selber. Richtig. Ah, es ist das. Brauchen die keinen zu veräppeln. Versuch, stehst du? Da zu tricksen. Genau. Du musst ihm sagen, guck mal, du baust dir deine Religion, Islam, so auf, wie du möchtest. Das war's. Du willst deinen eigenen Islam. Du willst nicht den Islam von Koran und Sunna, den Islam, den Allah herabgesandt hat. Du willst deinen eigenen Islam. So, und wenn du deinen eigenen Islam hast, dann hast du keinen Islam. Das ist gar kein Islam. Das ist gar kein Islam. Weil was bedeutet Islam? Kehren wir zurück zu dem Wort Islam. Was bedeutet Islam? Ergebung Gottes. Also, dass man Gott... dass man Gott ergeben ist, dass man Gott gehorcht, dass man das macht, was Gott von einem verlangt. Okay. Wenn du deine eigene Religion machst, deinen eigenen Islam, wo ist dann deine Ergebung zu Allah? Nirgends in dem Fall. Deswegen sage ich dir, wir müssen wirklich zu den Grundlagen zurück, weißt du? Zu grundlegenden Fragen. Die haben wir noch nicht beantwortet. Und dann gehen wir noch weiter und reden über ganz große Themen. Nee, lass uns erstmal über diese Basics reden. Die haben wir nicht mal erledigt. Weißt du? Die haben wir nicht mehr erledigt. Genau.